Er ist im Moment der gefährlichere, weil er halt Verstärkungen sucht. Wer weiß, was da an Verstärkung ankommt. Das ist ja immer so eine Sache, ne? So, du kannst mit deiner geringen Stärke, obwohl es geht eigentlich, kannst ihn trotzdem töten. Ja gut, das war's für Mogon Hogun. 9? 9 Schaden ist gut. Die Schlacht sieht auf jeden Fall etwas besser aus als die letzte. Da muss ja auch nicht immer furchtbar aussehen, ne? Eine... Ja, komm. Mach die Rüstung weg. Hier haben wir noch so einen nervigen Nahkämpfer. Den sollte ich nicht übersehen. Okay. Gehst du auf ihn? Die ganze Rüstung muss weg. Irgendwie. 7 Schaden ist okay. Kannst du machen. So, hier können wir den ganz töten. Der ist auch so gut wie weg. Da geht als nächstes Eckhill drauf und den Rest kümmern sich wahrscheinlich die Bogenschützen. Frage ist nur, wo kann ich mich hier ein bisschen hinstellen, damit ich Schaden machen? Im Moment gar nicht, ja super. Dann muss Oddlife das wieder machen. Wieder ein bisschen Schaden machen. Er muss hier erstmal die anderen hier umlaufen. Du könntest dir einen Kill abholen vielleicht. Naja, fast. So, und du gibst ihm jetzt den Rest. Okay. Wir haben es geschafft. Zumindest die erste Runde. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen die Wahl verteidigen. Eckhill hat eine nicht verdiente Beförderung. In einer Kämpferpause beginnt Eivind damit, einen der Brückenpfeiler mit Blitzen zu bestreichen. Die Wüter reagieren verwirrt und ziehen sich aus dem Gebiet zurück. Dann werden die Wale auf euch mehr aufmerksam. Was macht ihr denn da? Ruft Fasold. Zahlreiche Wale sehen jetzt herüber. Eivind konzentriert sich ganz auf seine Aufgabe. Seine Blitzschläge schleudern Trümmer hoch. Halt! Brüllt Fasold und zieht die Waffe. Die anderen folgen in seinem Beispiel und sind Angriffsbereich. Die Wahl ergeben oder Eivind verteidigen? Wir verteidigen erstmal Eivind. Bleib dicht bei mir, sagst du den anderen und ziehst die Axt. Alette zittert so sehr, dass du es aus der Entfernung sehen kannst. Mit einem Schrei greift Fasold an. Super. Also Fasold ist definitiv nicht mehr im Team. Wer hätte es gedacht? So, das hier kann keiner von denen tragen. Okay. Finde ich aber interessant, dass er trotzdem noch auf unserer Seite steht. Aber nun gut. Ich weiß nicht, will ich ihn? Ach komm, geben wir ihm eine Chance. Wir haben 18 Punkte. Hm, 15. Er ist eigentlich schon ziemlich stark. Ich bräuchte jemanden, der nicht so stark ist. Wie viel braucht denn er? 10. Und Dingens wahrscheinlich auch, ne? Auch 10. Komm, geben wir ihm. Ja. Und hier sowas. Und eine Stärke. Ja. Ich glaube, das ist okay. Wir sind bereit. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung.
Ach du Kacke. Wir dürfen jetzt wahrscheinlich nicht zu ihm hin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Wahl. Es wird unangenehm. Es wird äußerst unangenehm. Okay. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Warte. Machen wir so. Und sie stellen wir da ein. Ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Sind aber teilweise auch schon angeschlagen. Hier, weil, naja, Verletzungen durch unseren Kampf. Finde ich interessant, dass es hier wirklich übernommen wurde. Macht natürlich Sinn und ist logisch. Ist das dein komischer Spott oder was? Stell ich da hin, mach dein Blutpflege. Blutpflege! Boah, es hat doch ordentlich Damage gemacht. Für unsere Verhältnisse. Rüstungsdamage! Oh, ganze 6 Schaden, willst du mich verarschen? Ja, das war's so ziemlich für ihn. Leider. Ach ja, den haben wir gesehen. Ich wollte schon sagen, ja, das ist ja noch einer. Ich kann auf ihn 5 Schaden machen. Wir können aber auch hier erstmal die Rüstung reduzieren. Das machen wir. Je mehr ich die Rüstung reduziert habe, desto mehr kommen wir dann dazu, dann irgendwas anderes zu schaffen. Rüstung muss weg. Ich weiß nicht, ob wir diesen Kampf bestehen können. Ist ziemlich hart. Eck hier greift von hinten an. Und macht hier wieder irgendeinen Dönekens. Er ist wahnsinnig. Ich weiß nicht, was er da tut. Außer sterben. Los, weg. Alter, es wird sowas von gar nichts. Die haben einfach viel zu viel Rüstung, diese scheiß Wahl. Ist doch so. So, hier auf jeden Fall erstmal auf die Stärke. Das war's mit Ekiel. Das habe ich mir gedacht. Willenskraftpunkte habe ich nicht mehr. Zwei weniger, die 4 Schaden machen können. 7, na, ist zu viel. Wir gehen hier hin. Machen lieber auf ihn hier irgendwas. Man da dann demnächst dann halt auf die Stärke. Wir gehen zu dir und gehen auch bei dir auf die Stärke. Weil alles andere machen die Bogenschützen. Hoffe ich. Eventuell. Wenn jetzt nicht gleich irgendwo auf die drauf geht und sagt, hey, listen, hey. Ne? Hier zum Beispiel. Zack. Stärke krass reduzieren. Stell ich da hin. Mach mal hier so ein bisschen was. Der hat mir auch noch zu viel Rüstung. Zumindest zum Thema, ja, die Bogenschützen kümmern sich um die Geschwächten. Ja, ist gerade halt schlecht. Dann machst du halt mal den platt. Das ist auch mal wieder ein Kill. Au. Auf die Rüstung hier. Das Brutzeln hier nervt ja langsam, ne? Also ein bisschen. Hier haben wir noch so einen vollkommen gestärkten Beppo. Stell dich dahin, geh auf ihn.
So, du stellst dich auch irgendwo hin, wo du noch einigermaßen safe bist und gehst auch auf ihn. Ne? Vorbereitung für den Tod der Wahl ist halt wichtig. Ja, super. Die haben jetzt ihn so fast vom Platt gemacht. Zack. Einer weniger. Noch drei. Drei gegen drei. Ja, super. Zwei mit relativ viel Rüstung. Wir können ihn erstmal töten. Indem wir hier hingehen, einigermaßen weit weg und töten einfach. Oder machen kampfunfähig oder wie auch immer das dann später in der Geschichte sich ausmalen wird. Die Wahl sind ja zum Glück einigermaßen träge. Das heißt, die schnellsten sind sie nicht. Ja, das war's für unseren anderen Schildträger. Bis hier auf die Rüstung. Die Wahl sollte man niemals unterschätzen. Wollt ihr verarschen? Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Aber sowieso ist erstmal der dran. Das heißt, in der Zeit können wir ja dann nochmal ein Stückchen weiter weggehen und auf ihn gehen. Ist der schon mal weg. Ist jetzt zwar sofort er dran. Bin mir nicht sicher. Mein Sohn macht da zwar weniger Schaden. Ja, lieber die Rüstung. Oh Gott, ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's, ich glaube, ich schaff's irgendwie. Wir haben ja noch zwei Kämpfer. Die zwar auch immer schwächer werden. Aber das kriegen wir hin. Aber noch eine Runde halte ich bestimmt nicht aus. Sie hat auch keine Willenskraft mehr. Vorsichtshalber auf die Rüstung. Den Rest macht er schon. So, und das war's. Ein Kampf gegen die Wüter ist halt leider aussichtslos. Deswegen müssen wir die Brücke leider zerstören. Wir hätten auch einfach gehen können, aber es ist... Nee. Tote Wahl liegen zu deinen Füßen. Ihr Blut an deinen Händen. Ihr ohrenbetäubendes Krachen reißt dich aus deiner aufkeimenden Abscheu. Und plötzlich eilt Ivan vorbei. Lauf! Das Mauerwerk hinter dir fällt in sich zusammen und wie die Wahl läufst du um dein Leben, während die Brücke in den bodenlosen Abgrund stürzt. Die Wüter, die nicht mitgerissen wurden, kriechen übereinander, um den Absturz zu entgehen. Als Staub und Schnee sich gesetzt haben, siehst du zwischen euch und den Wütern nur noch gähnenden Abgrund. Da werden sie so schnell nicht rüberkommen. In diesem Moment wirst du von einem wütenden Mob, der von Wahl gepackt, sie schleifen dich in die große Halle. Habe ich nicht nur eins von dir verlangt? Jorundre hebt sich vom Thron und zeigt mit einer Axt in deine Richtung. Du hast das Bündnis gebrochen, Mensch. Menschen und Wahl sind keine Freunde mehr. Ist das mein Lohn dafür, dass ich Menschen nach Einatov gelassen habe? Gib nicht den ganzen Menschheit die Schuld für. Hinten in der Halle gibt es Unruhe. Die Wahl teilen sich von einer dunklen Gestalt, die den Raum betreten hat. Jorundre, genug. Dieser Kampf war nicht zu gewinnen. Sie haben getan, was ihr nicht tun wolltet. Schluss mit dieser Unverfrorenheit. Ich will, dass diese Leute meine Stadt verlassen. Du würdest Frohgemut unser ganzes Volk sterben lassen? Mit Frohgemut hat das nichts zu tun. Morgen werden keine Wahl mehr gemacht. In 1000 Jahren auch nicht. Es gibt nur noch eins. Und wir werden eines Tages alle fort sein. Achso, es gibt nur uns, verdammt. Ihr habt zerstört,
was wir geschaffen haben. Was ist uns noch von, was ist sonst noch von uns übrig? Sollen wir keinerlei Spuren hinterlassen? Soll es sein, als hätte es uns nie gegeben? Es sind nur noch Ruinen übrig. Jetzt verschwindet aus dem, was von meinem Land und meiner Stadt noch übrig ist, und kehrt nie zurück. Die Wachen schleifen dich grob aus der großen Halle. Deine Karawane hat sich hastig bereit gemacht. Kapitel 6: Die Hügel aus unseren Knochen. Mit 5 Versorgung. Natürlich haben die uns halt nichts mitgegeben, weil die sind natürlich auch ziemlich angepisst. Oh. Leute. Oh. Ich weiß nicht, hätte ich einfach gehen sollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Da müssen wir jetzt hin, ne? Stickrollen. Ich glaube, auch wieder so eine weite Reise. Na gut, das alles ohne Versorgung. Das wird doch nichts. Ich würde sagen, wir schlagen ein Lager auf. Und dann werde ich wohl und übel erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Banner Saga. Wo es dann munter fröhlich und mit ohne Essen dann weitergeht. Yay! Yeah! Ohne Essen, ja, darauf hat die Welt gewartet. Ne? Ich sag dann mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.